Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Das machen wir. Das. Hi, Clan, wisst ihr noch? So einen lustigen kleinen Noppon aus der Karawane hat uns beauftragt, ihm zu helfen. Also hüpfen wir zur Karawane. Das ist nämlich da auch relativ gut in der Nähe. Und der Punkt, wo wir hin müssen, ist auch... Zeug! Yay! Alles klar, wir tanzen um den Egger. Cruisin'. Ach, da hinten... Wow! Hi! Ach, das Ding da hinten war Stufe 5, ne? Ja. Ciao! Whoops. Ah ja, guck an. Am Meeresrauschen. Reisepunkt entdeckt. Und jetzt. Aha! Es lädt. Wunderbar. Ich stärke mich mal eben. Hm, der kleine Raftan ist zurück. Mumun würde niemals allerbeste und wunderschönste Kunden im Stich lassen. Chef wartet weiter vorne auf die Lieferung. Prone-Soldat. Ah, ja klar. Hm, wer ist das? Was macht der Erdling hier? Du hast Mut, Erdling. Oder bist du lebensmüde? Nein, Moment. Moment, Freund versteht nicht. Ist Geschäftspartner von Mumun. Nein, eigentlich eher Assistent oder besser gesagt Diener. Zu viel Schleppi-Schleppi ist nicht gut für Knie. Also hat Mumun landstreichenden Erdborn unter Fuchtel genommen. Erdborn-Freund ist viel schwächer als Prone und viel zu feige, um Ärger zu machen. Vielleicht lassen Prone-Freunde Erdborn ausnahmsweise in Ruhe, hm? Diener? Erdlinge verdienen kein Leben, nicht mal als Diener. Der hier ist schwach, erbärmlich, schlaffe Arme, Zeitverschwendung. Erdlingssklave wird fürs Erste verschont, aber ich garantiere für nichts. Freund ist nett. Mumun übernimmt volle Verantwortung für Verhalten von Mumuns Sklave. Also, Freunde warten schon auf Lieferung, richtig? Mumun hat nicht erwartet, kann nicht erwarten, Sache hinter sich zu, Kunden zufriedenzustellen. Also, Beeilung. Alright. Ich marschiere hier mit. Moment. Was ist, wenn ich aussteige? Nö. Gut. Schön. Müssen wir es jetzt hier durchboxen, oder was? Open wide, bitch. Booyah! Du auch. Patz! So gefällt mir das, Jungs. Bah, Junge! Schlaffe Arme gebe ich dir, du Hurensohn. Hurry up! Oh, wie mies. Ich kann mit dem... ich kann mit dem Skelder nicht durch. Feuer! Feuer! Schön. Du noch! Booyah! Lass die Karre halt hier stehen.
Aber Hauptsache, ich musste mich da ganz kurz mal durchkämpfen. Ja, ja. Puh. Reicht. Weiter müssen wir nicht tragen. Brunner am Eingang hat nur weiter vorne gesagt. Und hier ist weiter vorne. Ist gruselig, von Prone umgeben zu sein, aber Ware liefert sich nicht von alleine aus. Lieferung erfolgt. Zurück nach Hause. Halt. Kunde muss warten, Kunde muss Waren erst prüfen. Du bist schlecht als Händler. Was? Entschuldige, Pon-Freund. Mumun hat keinen Geschäftspon gesehen und wollte suchen gehen, damit Chef Pon Waren persönlich prüfen kann. Ich bin Chef, ich prüfe Waren. Du wartest. Betrug! Das ist Betrug! Es stimmt irgendwas nicht, Freund. Ich bin nicht Freund, du ärgerst mich, du legst mich rein. Ich bestellte dreifache Menge. Wo ist der Rest? Was? Mumun weiß nichts von höherer Bestellmenge. Oh. Du bist unfähig, schlechter Händler. Meine Männer hungern, deinetwegen. Hungrige Prone arbeiten schlecht. Dein Fehler kostet mich ein Vermögen. Du Betrüger, du wirst bezahlen. Na gut. Mumun nimmt Lieferung zurück, prüft Bestellung und kommt mit neuer Lieferung. Nein, sofort. Oder du bezahlst den Rest in Noppernfleisch. Spackos. Mumun findet, dass jetzt Zeit für Auftritt von Freund gekommen ist. Freund muss Mumun beschützen, darf dabei aber wichtige Geschäftsbeziehungen nicht gefährden. Freund muss verhandeln, muss alles gut machen. Dafür hat Mumun Freund doch mitgebracht. Jetzt ist Gelegenheit für Freund, sich Kaching zu verdienen und Mumuns streng genommen gar nicht versprochen. Kompromiss suchen. Löse Tension, Gewalt. Die Jungs sahen eigentlich ganz vorne. Ja, die waren so um die Level 30, also ohne meinen Skell. Ist ein bisschen scheiße jetzt so. Kompromiss suchen. Laumerman. Herzchen für Lau ist immer gut. Freund, mein Ernst? Gieriger Prone sagt, dass 14 Eierkiwis fehlen. Eierkiwis suchen ist felsenharte Arbeit und Mumun zahlt dafür kein extra Kaching. Freund will trotzdem sammeln? Wir haben einige davon. Ist vielleicht einzige Möglichkeit für Mumun, nicht für von fiesen Prone zermampft zu werden. So, haben wir die. Na gut, Mumun und Freund sammeln Eierkiwis. Wir haben 6 von 14. Die gibt's auch bei der Karawane, das weiß ich. Wo ist die Felsspalte, wo wir durchgegangen sind? Da. Meine scheiß Skells, Alter. Oh, hallo. Du fetten Walker. Schön. Eierkiwis sammeln, ha? Dann warpen wir zurück zur Karawane. Wir sind auf 33,77 immer noch? Ja, okay, cool. Why not? So, die blöden Kiwis. Ich weiß, die gab es hier auch. Klick, klick, klick. Durch die Gegend driften und Eierkiwis sammeln, Alter. Dafür habe ich meinen Skell doch gern. Weißt du, jetzt kriege ich die Scheißdinger wieder nicht. Ich weiß noch genau, wie wir uns darüber aufgeregt haben, dass die scheiß Eierkiwis nicht da waren. Dass die scheiß Eierkiwis da waren. Ich weiß noch genau, dass ich nicht wusste, was so ein Scheißding überhaupt sein soll. Als wir hier diese blöden Flohsackkürbisse, da hatten wir gerade einen. Als wir die scheiß Flohsackkürbisse für unsere Skell-Lizenz gesucht haben. So, da hatten wir auch eine Kiwi, sehr schön.
Klick. Klick. Noch eine. Ui, was das denn? Ist das Schönes? Hey, Mechanik 1, immer gern. Ferdinand der Willkürliche. Nur doof, dass der Dicke da sitzt. So einen kleinen Level 28 Tyranne hätte ich gerne mal eben umgeblasen mit meinem Skill. Klick. Noch so eine Kiwi. Joink. Oh krass. Hätte mich nicht gesehen. 55. Interessiert sich wahrscheinlich gar nicht für mich, trotz dass der Sichtakku hat. Weil ich kann. Oh, er hat sogar noch ein bisschen HP, Alter. Nicht schlecht. Okay. 10 von 14 mittlerweile. Optimal. Was rennt hier denn alles rum, Alter? Überall nur Tyrannen. Hinterste Scheißecke von Primordia. Nur Noppern kommen auf die Idee, hier eine Karawane aufzustellen. Verdammte Idiotenviecher. Klick. Warum auch immer der ganze Scheiß hier auf dem See rumliegt, inklusive dieser blöden Kiwis. Wow, 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 wow. Nacht-Aggro. Hm, schön. Cool. Okay. Treibstoff müssten wir vielleicht mal nachfüllen demnächst. Hey. Oh. Und fucking, Rhinox ist ja sowieso noch down. Yay! 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 No way! Echt jetzt? Komm nur her! Blöde Drecksdinger. Aber so kann ich wenigstens das ganze Miranium mal irgendwie wegkriegen, was ich da ewig sammle. Boah, wir haben noch keinen neuen Miranium-Schub bekommen. Aber ein bisschen Sprit haben die Dinger ja noch. Zwiebel, Zwiebel, Kiwi, so, wir wollen Kiwis. Komm schon. Nicht den ganzen Partzeit, Mann. Gib mal ein paar Kiwis. Time for a little split. Ja, doch, ich will noch so ein Ding. Feuer!
Aber es ist schon arg geregelt, dass die fetten Viecher, die hier rumstehen. Ich musste gerade wieder an diese behinderten fetten Sandkrabben denken, die uns daran gehindert haben, im letzten Part die Datensonde zu krallen. Dass die dann plötzlich aggro werden. Es ist schon dreckig. Wie der Lustige da. Ich meine nicht, dass sie... Oder waren die aggro, als ich hier normal durchgelaufen bin? Obwohl die aber relativ blind sind. Nichtsdestotrotz, darunter sind Sachen, an die ich mich gerade nicht dran traue. Was ein Mist! Joink! Da haben wir wieder eine. Blöd. Was ist eine Eierkiwi überhaupt? Was ist... Was ist eine Eierkiwi? Kann mir das mal einer erklären? Ah, hi. Pferdchen. Oh. Nö. So viel Aggro-Shit hier. Hallo, Dillus. Ist auch blind, oder? Genau wie du! Jetzt, ja. Aber lieber der, als der scheiß Arachniden, wie ich da. Schön, und Lin schwimmt da einfach hinterher. Ja, ciao. Oh. Was willst du denn jetzt noch? Wollte ich vom Himmel, du Scheiße. Hat besser gedacht als ich dachte. Ah, nice. Gab auch gute Erfahrung. Der sitzt da. Kleine Spacko direkt daneben. Unschuldiges Obis. Ich sag's dir, der Baum gehört dazu. Ich greif den nicht an. Hä? Aha, danke. Yay, da war wieder eine. Schön. Was hier überall so rumrennt, Mann. Das ist einfach noch heftiger als in Xenoblade 1. Klick. Joink. Yay. Hier gibt's wieder anderen Stuff. Seht ihr? Fuck! Lauf, Epion, lauf! Was ist das denn, Alter? 45er Tyrann? Aber winzig. Könnte man mal probieren, ne? Egal, nee, erst... Obwohl, das Ding habe ich vorhin die ganze Zeit nicht gesehen. Komm, wir probieren das mal. Feuer! Komm! Übertacken wir den Scheiß. Voll drauf, komm. Was hat jetzt gebracht? Dann übertakten bitte. Ah,
Der Dummy kassiert. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Das Ding ist halt klein. Das ist gut. Aber das ist ganz schön agil, der kleine Hurensohn. Autsch! Kacke, Mann. Ich brauche mehr von diesen One-Hit-Angriffen. Das geht ja jetzt gar nicht mehr voran. Und der scheiß Skell regeneriert auch keine HP. Skell down. Leute, flucht! Flucht. Komm, lass wenigstens Soundwave überleben. Mist. Scheiße. Mies. Okay, Leute, ich mache hier Partende. Hüpf mal. Eben, boah, ernsthaft, uns fehlt die letzte Scheiß-Kiwi. Ich mache hier Partende, hol mir die Skells wieder und im nächsten Part holen wir uns die letzte Kiwi und dann machen wir die ganze Scheiße fertig. Bis dahin könnt ihr immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich wünsche euch was. Alles klar? Oh, und vergesst Korinator und Malek nicht. Alles klar? Gut, cool. Blank out.